Ich weiß, was es ist, was euch helfen könnte. So, okay. Und der hat uns ja davon berichtet, dass Menders ein Schuft ist. Hier müssen wir durch. Genau. Tja, wir haben Menders besiegt oder Selat oder wie er hieß. Was wollt ihr? Das heißt, wir haben uns jetzt mal ein bisschen Erholung verdient. So ein, zwei Nächte in der Taverne hier. Was? Nichts leichter als das. Das ganze Zeug verkaufen. Abenteuer und das Kreieren von Schwertern. Der Stoff aus dem Legenden sind nicht wahr, Bo. Uns fragen, was aus dem verrückten Magier geworden ist. Den werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell wieder treffen. Ihr seht aber komisch aus. Junge aus Ulgov. Mit dem haben wir auch noch nie geredet. Meine Mama ist Mistress Mallory, die am meisten respektierteste Bürgerin von Ulgords Beard. Okay. Das müsst ihr aber nicht tun, nein. Du hast uns was über Durlaks Thron erzählt, du bist nur ein Bürgerlicher. Das heißt, wir gehen erstmal hier rein. Ich spreche ja, mit euch, beinahe wenn ihr wollt. Unter meiner Würde. Ich spreche mit euch, wenn ihr wollt. Und gucken wir erstmal, dass wir Zeug loswerden. Khalid. Tollkirschblüten will der Kerl nicht haben, aber den Kältetrank und das Langschild. So, Edelsteine, ein Haufen Perlen, die 1100 Gold wert sind. Wurfpfeile, Armbinder der Fesselung, kannst du ruhig haben. Silber durch Werwolfsfluch, den brauchen wir auch nicht mehr. Schurkenrobe, Schildamulett, bringt uns nichts, Schutzumhang ebenso wenig. Ich habe mal mich gerade gefragt, seit wann Minsk 1000 LBS tragen kann. Aber der hat ja... Wie viel Stärke zurzeit? 23. Kein Wunder. Oh, die beiden Seekarten. Hast du Interesse an Seekarten? Bei mir ist das Bier billig. Nein, hast du nicht. Okay. Du würdest uns aber Baldurans Tagebuch für 5000 Gold abkaufen. Nein, nein, das ist mir zu wertvoll. Das ist eine schöne Erinnerung. Genauso wie das Buttermesser. Ich habe so das Gefühl, die Tollkirschen können wir entweder im Berigost oder so in oder beim leider hohen Hecke absitzen. Jetzt schlafen wir aber erstmal eine Runde. Ich muss aufhören, mein eigenes Bier zu saufen. Das war echt ein Spruch. Was jetzt. Wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. So. Ja, oh, ich spreche mit euch, wenn ihr wollt. Du heißt erstmal sie. Du legst den Umhang ab, dass wir dich ordentlich heilen können. Dann heilst du Khalid. Ihr habt eine Aufgabe. Du heilst dich selber groß. Ich spreche mit euch, wenn ihr wollt. Du heilst Minz. Ja, oh allgegenwärtige. Du heilst dich nochmal klein. Ich spreche mit euch, wenn ihr wollt. So. Ihr habt eine Aufgabe. Am besten heilst du dich nochmal klein. Was wollt ihr? Und du heilst Minsk nochmal groß und dann können wir noch einmal rasten. Obwohl nochmal rasten brauchen wir nicht. Wir werden ja eh wahrscheinlich in Naschke mal rasten müssen. Was? Nichts. Nichts leichter als das. Und hoffen, dass uns die Naschke nicht immer wieder das Spiel abschmiert. Das passiert nämlich komischerweise hauptsächlich in Naschkel und mir ist es, glaube ich, zwei oder dreimal in Baldur's Gate selber passiert. So. Ey, damit haben wir ein Teil. Drei Viertel eigentlich des Addons schon hinter uns. Es fehlt nur noch Durlaks Turm. Und das ist das schlimmste Viertel, wenn man es so sieht. Also nicht von der Menge her, sondern von den Gebieten. So, das heißt erstmal. Wieder zurück. Minsk. Hol mal die Wolfspelze, die hätte ich jetzt beinahe vergessen.
Die Wolfspelze sind nämlich noch wichtig. Wir brauchen zwar das Geld nicht unbedingt. So. Aber jeder Penny ist was wert. So, Khalid, gib mal die letzten Verwundungspfeile an Imoen ab. Wir haben noch genug andere Pfeile. Sehr schön. Dann haben wir noch die Frostpfeile. Ja. Also wir können nicht sagen, dass wir zu wenig Pfeile haben. Was wir eigentlich hier bräuchten, wären Schleuderkugeln, hä? Oh. Kettenhemd plus 3. Ist schlechter als das hier. Kannst du gar nicht anlegen. Nun verkaufen wir dich in Nashkel. Ah, Seekarten können auch mal weg. 2 Stück, die können wir auch irgendwo hoffentlich verkaufen. Ja, und der Rest sieht alles okay aus. Was wollt ihr? Gut. Ja, gut. Freundlicher Arm? Nein, wir wollen direkt nach Berikos durchreisen. You have been waylaid by enemies and must defend yourself. Okay, 2. Ihr habt Geld schon erledigt. Mich kümmert's nicht, denn ich verschwinde jetzt. Ogre? Halboger, besser gesagt. So gut wie erledigt. Und ich weiß auch, warum die Waffe wahrscheinlich wirkungslos war. Komm, greif den Hund an. So. Ja. Nichts leichter als das. Mit solchen Kleinkram müssen wir uns eigentlich gar nicht mehr beschäftigen. Wirklich. So. Berikost. Ach, gehen wir einfach durch. Gut. Ich muss eine Pause einlegen. Ich habe schon lauter wunde Stellen. Ja, ja, die beschweren sich jetzt, dass sie alle müde sind. Oh, nach einer Rast kann ich viel klarer denken. Wollen wir nicht anhalten? Ich habe den ganzen Tag ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. Ja, ihre Sprüche nerven mich irgendwie immer am meisten. Wenn sie mich als Sklaventreiber bezeichnet oder sagt das. Ja, ist schon recht. Wenn sie mich als Sklaventreiber bezeichnet oder sagt, dass ich ein schlechter Anführer bin. Es kommt auch gleich, dass Magie einen starken Geist verlangt. Was? Beinahe unter meiner Würde. Oder auch nicht. Beinahe unter meiner Würde. Du kaufst du uns das Zeug ab. Ja, du kaufst uns schon mal die Tollkirschen ab. Die ich auch einfach hätte wegschmeißen können. 6 Goldmünzen. Nein, die Wolfspelze, die wollen wir nicht hier verkaufen. Aber das Kettenhemd kannst du von mir aus haben. So. Beinahe unter meiner Würde. Gut, das heißt, wir können von hier aus nach Nashkel und von Nashkel aus zu Durlaks Turm. Sehr schön. Nashkel. Beinahe unter meiner Würde. So, erst zum Gemischtwarenhändler. Dass Dünner hier sich noch nicht beschwert. Nichts leichter als das. So, Wolfspelze. Preis für Wolfspelz, Preis für Wolfspelz. Meine Preise sind die besten südlich. Die Geschäfte laufen Wolfspelz. Schlecht. Kein Wunder bei der Kunde hat immer recht. Meine Preise sind die besten südlich. Die Geschäfte laufen schlecht. Wolfspelz. Der Kunde hat immer recht. Noch meine einer. Preise sind die besten südlich von Tiefwasser. Was habt ihr noch zu verkaufen?
Alles Mögliche an Ramsch, sogar Schriftrollen und Gorions Schriftrolle. Langschild plus 1. Ja. Ja, gut. Ihr habt eine Aufgabe. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Und jetzt müssen wir uns da wieder rausdrängeln. Magie verlangt einen wachen Geist. Ja. Nichts leichter als das. Jetzt ist es Dünner hier endlich auch mal eingefallen. So. Dann einmal hier rein. Gut. Ratten gab hier noch nie, darauf könnt ihr euch aber verlassen. Und einmal schlafen. Adlig zwar nur. Aber jetzt sind wir komplett voll geheilt, ausgeruht. Das ist ja im Baldur's Gate auch nicht immer unbedingt die Norm, dass man komplett von seinen, dass alle komplett voll geheilt sind, also unverwundet sind. So. Durlags Tower. Ja, Durlags Turm. Ein nettes, nicht sehr einladendes Intro-Video. Gut. Und hier steht gleich schon jemand. Ist das Ike? Nein, das ist jemand anders. Habt ihr etwas gesagt? Tretet näher, tretet ruhig näher. Okay, du klingst wie Ike. Wir kommen im wunderbaren neuen Zeitalter der merkantilistischen Expansion. Meine Damen und Herren, ein wunderbares neues Zeitalter, in dem selbst der Tod noch zu Geld gemacht wird. In dem Geld aus dem Schrecken gemacht wird, meine armen Kinder. Geld aus Verlust und Schmerz und Sehnsucht. Geld aus zerstörter Schönheit und befleckter Ehre. Geld aus dem Wahnsinn eines Mannes. Nun, meine lieben Voyeure, fragt nicht, was ihr für mich tun könnt, sondern was ich für euch tun kann. Ah, ihr macht mir Sorgen. Was kann ich für euch tun? Was könnt ihr für mich tun? Was kann ich für euch tun? Nichts, ihr wilden Individualisten. Marschiert weiter den Felsturm des toten Mannes und fügt einen weiteren Ton hinzu. Geht weiter, die Felsen waren nie für das Zeitalter der sensationslüsternden Touristen gedacht. Auch nicht für Touristen wie euch. Weiter. Habt ihr etwas gesagt? Die ganzen armen Seelen, die sich hineinwagen, erwartet nur der Tod. Gebt euer Geldauslage, könnt, denn wenn der Morgen kommt, verblasst das heute. Genau, er ist nämlich ein Händler. Und eigentlich ein ziemlich guter Händler noch dazu. So, nochmal Säurepfeile. Und hier könnten wir theoretisch Schleuderkugeln kaufen. Jedenfalls plus 1, plus 2 hat er nämlich nur Einzelteile. Wir könnten einen Stab des Feuers kaufen, hätten wir nicht davon ein halbes Dutzend. Ja, es sind glaube ich 4 Stück, wobei alle nicht so ganz unterschiedlich aufgeladen sind. Der Stab hat übrigens nicht mehr viele Ladungen. Fragt sich, wie viele der noch hat, den Imoen da drin hat. Habt ihr etwas gesagt? Das will ich mal kurz herausfinden. Och, der hat noch ganz gut viele Ladungen. Also, tun wir die mal kurz verteilen, dass ich weiß, welcher Stab das ist. Habt ihr etwas gesagt? Der die wenigsten Ladungen hat, dass ich die mal verscheuere. Verbrauche, meine ich. Und es ist der Stab bei Khalid. So. Der Stab bei Khalid. Und bei den anderen werden wir es ja sehen.
stehen nämlich leider nicht mehr die Benutzung, die Ladungen dran, die Dinger noch haben.